Willkommen zum Mittwochs-Update vom 13.12.2017. Ja, heute mal etwas anders. Die Server sind extrem voll. Ich komme nicht drauf und ich denke mal, das wird heute auch nichts mehr. Deswegen, ja, gehen wir einfach mal so die News einfach durch und ja, schauen mal, was es Neues gibt. Zum einen hat der Pferdemarkt in Fort Pinter eröffnet. Im Weihnachtsdorf gibt es neue Klamotten. Die Wölfe haben ein Rework bekommen, was ich schon mal sehr, sehr schick finde. Sehen sehr, sehr gut aus. So vom Bild her finde ich die schon toll. Dann, ja, warum der Server so überfüllt ist. Nebelfall oder Mistfall ist ins Spiel gekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt erstmal den Teaser an. Also, bis gleich! So, das war der Teaser zu Mistfall. Ich finde den echt klasse. Das macht auf jeden Fall richtig Lust und Laune, da selber mal lang zu reiten. Ja, wie kommen wir nach Nebelfall oder Mistfall? Wir müssen Level 12 erreicht haben, wir müssen Starrider sein und wir müssen bei Frau Packard eine Quest gemacht haben, in der wir ihr eine Mietabrechnung geben. Ich weiß, dass wir das gemacht haben, aber in welchem Zusammenhang das stand, weiß ich leider nicht mehr. So, wenn wir das alles gemacht haben, dann ja, bekommen wir bei Rania eine Quest. Rania kommt eigentlich aus Dandol und hat sich dann irgendwie nach Firgrove geschlichen, denn ja, Mistfall ist abgesperrt. Da soll eine geheimnisvolle Krankheit umhergehen und ja, da müssen wir mal schauen, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gucken, dass wir Rania helfen, wieder zurückzukommen. Ja, wenn wir das dann gemacht haben, lernen wir auch die Rancher kennen, zum Beispiel Violet. Und ja, bei ihr dürfen wir dann die Tiere Mistfalls oder Nebelfalls fotografieren. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf. Dann gibt es Alonso, bei ihm dürfen wir dann, wenn wir den Ruf gemocht erreicht haben, Orientierungsritte machen. Dann ja, lernen wir noch Kit kennen und Kit verkauft neue Haustiere, die Nebelfüchse. Und die können dann auch wie das Eichhörnchen neben dem Reiter herlaufen. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Die sind echt niedlich. Und ja, dann gibt es auch noch Transporter in Dandol. Also wenn wir da dann einmal waren und das kennengelernt haben, dann können wir mit diesem Transporter ja überall nach Silverglade reisen und auch von Silverglade nach Dandol. Ja, dann gibt es eine Bushaltestelle freizuschalten, die nach Jorvik City führt und um die freizuschalten, müssen wir Rania ins Shopping Center begleiten und diese Quest dann abschließen. Dann gibt es noch drei neue Pferdefarben. Einmal ein neues Connemara, ein Mustang und ein Haflinger, die auch alle echt knuffig sind. Sehr, sehr schicke Tiere. Ich bin echt mal gespannt, wie die dann ja, im Spiel aussehen. Und es gibt neue Frisuren, es gibt Ohrringe und neues Make-up. Also jede Menge zu erkunden. Und ja, Star Stable arbeitet auf jeden Fall daran, dass da noch weitere Pferderassen nach Mistfall kommen und natürlich auch neue Quests. Ja, ich bin echt gespannt darauf und der Teaser war ja schon echt, ja, einfach wow, Wahnsinn. Ja, ich bin mal gespannt, wann ich dann endlich auf den Server komme und wann wir dann da beginnen können, hinzugehen nach Mistfall und das alles mal zu erkunden. Na gut, das war's aber vom Mittwochs-Update. Wir sind's dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.